2, 3, 4. Und mach dich mal hier weg. Ich habe gar keinen ordentlichen. Da und da. Besser. Viel besser. Falls mehr sind. Habe ich noch mehr? Ja, noch da einen hin. So. 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 Oh, sehr schön. Also, ist in der Arbeit. Bau, bau, bau. Da kommt also das hin. Kohle. Ja, können wir mal einen Schwung Kohle abholen. Ist okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Explore-Bonus. Achso, ich krieg denn mehr von diesen Talentpunkten, wenn ich erforsche? Also wenn ich rumlaufe. Es muss nicht mal neue Sachen aufgedeckt werden, glaube ich. Ne, mach weiter hier Crafting. Immer schön Crafting, das mache ich am meisten. Und wir stufen auf den Bogen weiter. So. Damit. Damit. Ja, langsam schön viel Draht, das ist gut. Und wir craften gerade gar nichts. Mach die da bitte. Und diese Circuit Boards, warte. Unter was fallen die jetzt schon wieder? Hier, Basic Circuit Board. Braucht ein Wooden Board, braucht Wood. Das heißt, wir könnten theoretisch zwei Fabriken nehmen, die einfach nur Wood verarbeiten. Sieht ja alles inzwischen ziemlich komisch aus, ich weiß. Wir haben schon wieder keine Ärmchen, weil die Tränke die Ärmchen verbrauchen. Das finde ich nicht gut. Du hättest gerne Holz und machst daraus Holz. Bretter. Wir brauchen mehr Ärmchen. Mehr Ärmchen. Gut, gut. Muss ich nur noch denken, auch regelmäßig wieder Holz abzubauen. Weswegen ich diese Termitengeschichte vielleicht nicht hätte machen sollen. Ah, was soll's. Holz, 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 Holz. So, kann ich jetzt meinen Liquid Handler gleich bauen? Baut den da schon mal und ein Frame. Aber es müsste jetzt eigentlich genug Stein sein. Da, da. Wie sieht es eigentlich mit dem Smog aus? Da oben ist eine Basis. Na, ja, wir müssen hier die Gebäude gleich abreißen, alle nach hier unten verlagern. Und dann die Basis dann zerstören, die viel zu groß ist. Ja, ich habe was vorgenommen. Panzerbrechende Munition sollten wir demnächst erforschen. Was brauchst du? 20. Ja, mach mal. So, her, 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 her. Liquid Händler. Go, go. Eine Blunt Blade, nochmal eine Blunt Blade. Also die Crafting-Boni da machen sich echt bemerkbar. So ein bisschen wie die Produktivitätsminute damals. So. Das Ganze ist mir eigentlich schon ein bisschen zu groß gebaut hier. Platz wird später ein Problem sein. Bin ich mir relativ sicher. Also machen wir die einfach direkt hinter den Dingern hier. Da bist du. Du brauchst natürlich Strom. Okay. Ich habe nicht genug davon. Ja. Bau mehr davon. Wofür du wieder Holz brauchst. Also Planken. Und da ist der Anschluss. Sehr gut. Zack, zack, runter. Also Strom kommt jetzt an. Wir haben jetzt sauberes Wasser. Nach sauberem Wasser kämen die Boiler. Frage ist jetzt, ob wieder irgendwas an der Hitzegeschichte gedreht wurde. Weil wenn nicht, könnten wir das ja gleich ganz einfach regeln. So, wir machen nicht, dass irgendwelche Nebenprodukte rauskommen. Auf keinen Fall. Einfach nur sauberes Wasser, kleine Schritte. So, da, Wasser. GZ. So.
Also Idee wäre jetzt sowas zu machen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Die scheinen alle Wasser zu bekommen und Hitze zu produzieren. Und wenn ich jetzt hier eins mache, dann kommt da heißes Wasser raus. Also könnte ich theoretisch so einen riesigen Block davon machen. Es muss nur genug Wasser reinkommen und genug Boiler da sein. Das Befüllen ist eher das Problem. Okay, alles wieder weg. So, Duna muss übrigens auch weg. Du kleiner Mini-See. Und wir bauen die ganze Anlage auf einem Silberfeld. Das ist auch ein wenig dekadent, oder? Bauen wir hier Landfill. Ich brauche wieder mehr Stein. So, Stein war auch begrenzt, ne? Im Gegensatz zu manchen anderen Ressourcen. Naja, oh. Aber das kriegen wir schon hin. Im Notfall synthetisieren wir einfach Stein. Da ist Landfill. So, jetzt dürften wir gleich keine Stromprobleme mehr haben. Also, ja, ihr kennt den Spruch von mir schon, ne? Ja, keine Stromprobleme mehr haben in den nächsten zigtausend Jahren und dann ist es doch immer da. Aber jetzt, ne? Gucken wir mal. Also, sauberes Wasser kommt. Machen wir hier einfach eine Reihe Boiler. Die alle befüllt werden von da mit Wasser. Und in der Mitte ist ein Fließband, das die Boiler theoretisch befüllt. Hier noch eine Reihe Boiler. Und auf der Seite ist dann irgendwo ein Ausgang für die Boiler. So, und hier unten ran kommen dann die Kraftwerke. Das wäre so die Idee bisher. Welche Art? Beta, ne? Alpha wird später wieder Solarpanels sein. Wahrscheinlich. Dann mach mal B. So. Jetzt gucken wir mal, ob das so aufgeht, wie ich mir das denke. Also brauchen wir wieder Strom. Es ist 100 Grad heißes Wasser. Alles 100 Grad. Okay, mehr davon. Ich bräuchte gleich mal ganz viele Abnehmer irgendwie. Um das zu testen. Bam. Gen S, Power on Demand. Gen P, Always On. Ja. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt nur noch Kohle hier hinliefern. Dann ist alles gut. Das ist irgendwie zu einfach. Aber wer weiß, wie viel Strom wir später noch verbrauchen. Das ist okay. Ja. Strom ist gesichert. Gut. Bau bitte Fließbänder. Von da irgendwo. Dann sind später bis hier hinten hin überall Boiler auf beiden Seiten. Und dann sind hier die ganzen Kraftwerke. Alles schön. Ah, die sind 99 hier hinten, ne? Warten wir mal kurz. Also eine Theorie war ja, dass nicht genug Druck später da ist, um die hinteren ordentlich zu versorgen. Das will ich jetzt testen, indem ich die da baue. Und jetzt einfach hier noch zwei Boiler hinsetze und gucke dann, ob das von hier hinten auf 99 auf 100 springt. Also von 99 auf 100. Eigentlich bräuchten wir auch die hier gar nicht richtig. Es arbeitet keiner von euch? Achso, weil ihr alle keinen Strom... Ah, ja natürlich. Die arbeiten alle nur, wenn die anderen nichts machen. Das heißt, ich reiße jetzt die anderen mal ab. Unter anderem auch, damit sie da keinen Smog machen. Dann bräuchte ich bitte ein paar neue rote Tränke. Damit wir die panzerbrechende Munition erforschen können.
Und dann gucken wir mal, wie es dann da unten aussieht. Ein Science Pack. Dankeschön. So, Ressourcen immer mitnehmen. Klick. Klick. Gute Idee. So. Weg. 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 Zeig mal Strom her. So, Power on Demand machen das meiste. Danach kommen die Solarzellen. Mit. Komische Holzbretter. Mit Draht. Mit Kupfer. So, und jetzt können wir gucken, wie es unten aussieht mit euch nehmen wir auch mit, die packen wir unten irgendwo hin. Wie es unten aussieht mit der Hitze. Da die jetzt ja mehr arbeiten müssen. Das heißt, wir probieren jetzt gerade rum, wie das Muster sein muss von den Boilern und den Rohren und was weiß ich. Was wir ja schon mehrfach machen mussten in den verschiedenen Staffeln. Aber es hat sich auch immer wieder was geändert. So. Ja, jetzt sind schon mal mehr von den Boilern aktiv. Und wir haben trotzdem überall 100 Grad. Ja. Das heißt, ich mache das später... Kosten echt nichts. Also ich mache hier schon mal vorsichtshalber noch so einen Block hinten dran. Einfach damit es kraftwerkartiger aussieht. Brech mal ab. Ja, super schnell gehen die Dinge. Mach die dann nicht hier hin. So. Strom. Strom. Die arbeiten jetzt alle mit nicht so viel Performance. Aber sie könnten richtig viel produzieren. Okay. Ja, das ist super simpel. Alles mit einer einzigen Pumpe und das da bisher. Es gibt später bestimmt noch bessere Kraftwerke und es gibt auch bessere Pumpen und bessere... Ne? Liquid Hunter gibt es keine besseren. Das heißt, wir werden davon später noch mehr bauen müssen. Aber das ist vollkommen okay. Das heißt, wir würden dann einfach hier noch so welche hinbauen. Und dann hier die Rohre mit Sauberwasser. Und dazwischen immer Liquid Handler. Und wenn irgendwann die Rohre hier zu voll sind, dann bauen wir für bessere Rohre hin. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt konzentriere ich mich darauf, mehr von denen hier zu bauen. Ja, 16 Stück ist schon mal ein Anfang. Und dann Schmelzöfen. Damit wir mehr Ressourcen haben. Wobei ich eigentlich mit der Automatisierung anfangen sollte. Aber das ist... Automatisierung ist echt... Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Also jetzt die Kraft... Quatsch, die roten Science Packs zum Beispiel. Da bräuchte ich am besten noch intelligente Ärmchen und sowas für. Ja, aber in den nächsten Folgen werde ich das auf jeden Fall angehen müssen. Erstmal reiße ich hier hinten jetzt alles ab. Weg. Ich bin so langsam am Abbauen. So, Frage. Lasse ich die Kupferfabriken jetzt überhaupt hier? Wie viel produziert ihr pro Sekunde? 15,9. Das ist schon schnell. Da kommen die Replikatoren bei weitem nicht hinterher. Aber ich kann einfach mehr davon bauen. Und vor allem auch später bessere. Ich lasse die jetzt erstmal so weiterarbeiten. Wir können sie ja immer jederzeit abholen. Aber ich glaube, ich ignoriere sie später. So, Akkus. Genau, bauen wir auch ein paar von den guten Akkus noch. Ja, seltene Erden abholen ist okay. Da. So, als erstes sollte ich die Forschungszentrale irgendwo aufbauen. Mhm. Ja, und mach mal das Muster hier weiter. Okay, das ist der Plan für die nächsten Folgen. Wir erweitern das Muster, damit wir richtig schön viel Platz haben. Dann müsste ich mir Plätze reservieren für einmal die Forschungsanlage. Also wo die Forschung selber gemacht wird.
dann einen wesentlich größeren Platz für die Herstellung von allen Science Packs. Wo wir dann nur Eisen, Kupfer reinschmeißen und am Ende bekommen wir alle Science Packs raus. Also Eisen, Kupfer und Stein. Eventuell gucke ich mir dazu einfach die vorletzte Staffel an. Da hatten wir einen schönen Komplex für sowas. Ja, mal gucken. Und dann bräuchten wir noch einen anderen Bereich, wo denn die... Na, das geht gar nicht. Also in der letzten Staffel hatten wir es ja richtig schön, dass wir einen Fabrikkomplex hatten, wo einfach überall diese Provider-Chests waren und Requester-Chests. Und man konnte die ganzen Fabriken nebeneinander bauen. Das geht jetzt erstmal nicht. Solange bis wir keine Roboter haben, können wir das knicken. Mit Fließbändern die Fabriken so nah beieinander stellen, das... Nee, das klappt auf keinen Fall. Und ich brauche auf jeden Fall mehr davon. Davon. Ja, das wäre der Plan für die nächsten Folgen. Also bis dann.